Servus, der Marc von Best to Win ist hier und bei mir ist die liebe Yvonne. Katharina Tessa da, das bist du da. Dann machen wir den Dave. Bist du leicht nervös? Hast du auch noch nicht gehabt, so, gell? Ja. Das Piercing werden wir mal sehen, aber es wird generell gemacht. Also, sag halt Impfung vielleicht mal dreifach, vielleicht sagst du auch jedes Mal gar nichts. Schauen wir mal, wie es geht. Wir können es gleich mit Ring machen, habe ich dir erklärt, mit Echtgold. Oder halt eben mit einem normalen Bananenstecker. Ich zeige dir jetzt mal, wie es mit Echtgold aussieht. Wie gesagt, Vorteil bei Gold ist, Teil schneller. Ja. Ich muss es ja wechseln. Ich habe es gleich in Gold und ich sehe es auch, weil den Ring sieht man sonst nicht. Einfach den Kopf bitte einbinden lassen. Persönliche Meinung, wenn man es sich leisten kann und will, ist Gold immer eine bessere Option als Titan. Aber es ist nicht für jeden, auch finanziell die perfekte Lösung. Man muss ja immer auch abwägen, was man denn möchte. So, ich gebe dir mal ein Spiegelein in die Hand. Ja. Das ist 14 Karat Gelbgold. Mhm. Ich habe so ein 18 Karat da, aber man weiß ich nicht, wie man nochmal liefert. Das ist nur hingefegt. Also nachher wird es noch ein bisschen schöner liegen. Weißt du, so ungefähr siehst du das aus. Boah, das sieht schon schön aus. Ja. Sonst hast du es halt quasi mit der Banane, da siehst du aber nichts. Da musst du dann mit zwei Spiegeln oder einem Foto arbeiten, weil. Das kann sehen nur wir beide, also die Zuschauer, aber du selber siehst das von Frauen natürlich nicht mit der Banane. Ring? Ring? Okay. Ring? Den Ring? Okay. Ja. Gut. Dann machen wir gleich ein Echtgold rein. Passt. Ja. Hat übrigens nichts mit der Position zu tun. Also bei dir, Tessa, beim Nasenbissen, habe ich gesagt, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt quasi. Ein Ringstich oder ein Steckerstich, bei dir ist es egal. Da macht man immer den kleinen Stich und macht den entsprechend. Ja. Dann markiere ich mir das kurz. Ich habe meine Taschen durch. Wir haben auch Stressbälle da, wenn du was brauchst. Nein, das geht schon. So, markiert ist es mal. Ich steche das jetzt durch. Du bleibst locker, atmest einfach vor dich hin. Du kannst auch die Nase, du darfst auch schimpfen oder meckern oder was auch immer. Ich vertrage das schon, wenn mich jemand anschimpft, aber insgesamt wird es alles sehr schnell und auch wirklich sehr gut vonstatten gehen. Da kann ich dich beruhigen. Das ist immer besser, die Leute stellen sich darauf ein, dass es weh tut, dass sie denken, der Marc macht das so toll, ich spüre ja gar nichts, weil gar nichts gibt es nicht bei mir. Das schafft man leider nicht. Ein bisschen das spürt man schon, wie gesagt, kein Friseur. So, weil nachdem die Tessa so vorgelegt hat, glaube ich, kannst du dich ja auch mit beruhigen, Tessa, dass die Wolle wird das auch eine gute Sache. Das kommt ja wahrscheinlich irgendwann noch mehr Pissings dazu. Ja, ich hoffe, wir müssen ja von, wir leben ja auch von irgendwas, ja. Aber man kann ja mal anfangen und irgendwann fängt man an. Der eine fängt da an, der nächste da. Geht's? Ja. Schon drin. Schon alles geschafft. Super, super. Lebst du noch? Ja. Dave hat einfach immer etwas mehr Prozedur als jetzt bei einem normalen Nasenpiercing wie bei ihr. Weil der Dave einfach, der Knorpel ist halt einfach etwas dicker, damit ich etwas, habe ich weniger Platz zum Arbeiten, muss ich mir einfach ein bisschen mehr ruhiger arbeiten. Das braucht ein bisschen länger als bei der Nase. Bei der Nase gehen die Sachen oft etwas dankbar, schneller, aber. Alles gut, wir haben Zeit.
Ja, du willst ja was für dein Geld, ne? Du kannst ja auch schön leiden, dass das auch sich ausbezahlt hat hier. Die versuchen sich immer so schnell und schmerzfrei möglich zu machen, aber ein bisschen was spürt man immer. So, wir machen den Ring rein, wir sind fertig in 5 Sekunden gefühlt. Das war's, fertig. Perfekt, wow, mega schön. Also noch schöner als gerade eben gezeigt, weil natürlich vorher war es jetzt nur so, sagen wir mal, hingefrickelt. Und jetzt ist es wirklich, wirklich richtig drin gestochen und schön perfekt. Ich kann die Schmerzen gar nicht beschreiben. Na gut, das ist natürlich ein Schmerz, den hast du ja sonst nicht. Das ist jetzt irgendwie ein Schmerz, den kennt man nicht. Das ist so, ich glaube, es ist noch schöner, wenn man sich das seit Jahren wünscht. Ja, wenn man das schon wirklich auf dem Plan hat, klar. Also es gibt natürlich auch Leute, die kommen ganz spontan erst am Tag davor auf so eine Idee. Schon schön. Ich finde es sehr cool. Also, wie gesagt, mit Echtgold immer eine geile Option. Dann darfst du dich wieder normal hinsetzen. Ja. Wie fühlt sich vom Kreislauf? Gut. Geht es euch beiden gut insgesamt? Alles gut? Super. So, dann erkläre ich dir auch mal, was die Pflege. Ja. Also. Zuerst Hände waschen und Hände desinfizieren, wie ich der Tessa auch schon gesagt habe. Dann nehmen wir bitte Bronte den Spray und Gel. Zuerst sprühen wir das auf das Ohr drauf, also einfach von außen so 2-3 Sprühe drauf. Dann nimmst du eine Küchenrolle, reinigst bitte außen mit der Küchenrolle, feucht dein Piercing. Nimm dann bitte das Gel von Broncolint, tropf da einen Tropfen auf deinen Finger, schmier dir das drauf und im Endeffekt lass es in Ruhe. Weil einen Ring zu drehen ist fast unmöglich, du kommst in den Finger da gar nicht hin. Ja. Das heißt, wie bei dir, wenn du Nasen ein bisschen rum und drehen soll, der ist einfach, der kann nicht hingreifen, aber beim der Hälfte geht nicht. Das heißt, einsprühen, mit der Küchenrolle kurz feucht, bitte putzen, innen, außen, das Gel drauf tun auf beiden Stellen. Und du bist fertig. 3 Wochen bitte 2-mal am Tag und dann 3 Wochen 1-mal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns dann wieder hier fürs Wechseln, fürs Kontrollieren. Okay. Dann tauschen wir es aus. Bei dir, Echtgold natürlich nicht, Echtgold lassen wir drin. Bei dir schon. Aber viele Kunden kommen, machen den Kontrolltermin, sie einmal drauf schauen, keines schadet, immer nichts. Einmal nochmal einen Kontrollblick zu. Ja. Haare färben per 6 Wochen bitte nicht erlaubt. Okay. Bauch duschen, Haare waschen ab morgen und schulen gehen bitte 2 Wochen nicht. Okay. Noch Fragen? Das war alles. Gut. Dann, Skala 1 bis 10, was würdest du sagen, war es für Schmerz? Kann man es überhaupt so? Ja, 5, 6 schon. Ja, das ist gut. Aber ich meine, das Stechen am Anfang und dann das Piercing reingeben und generell das war, das ging dann gut. Ja, es ist halt einfach ein Dave, ist ein Dave, aber es ist gut gemacht. Eben. Danke dir fürs Kommen, danke euch fürs Zuschauen. Das war Yvonne und Tessa für Nase und Dave. In diesem Sinne, Servus, tschüss, Baba. Tschüss.